Hallo, in diesem Video möchte ich ein paar Tipps zur 3D-Teilestruktur geben. Und zwar ist diese ja in HiCAD 2019 komplett überarbeitet worden. Und da sind mir einfach ein paar Punkte für mich wichtig, die die Leute auch sehen sollen oder auch wissen sollen, wie das funktioniert. Grundsätzlich, damit man weiß, warum es überarbeitet worden ist. Diese wurde auf neue Technologien umgestellt. Das heißt, wie man hier gesehen hat, das Aufklappen geht jetzt natürlich rasend schnell, was natürlich hier einen irrsinnigen Performance-Sprung gibt. Weiters wurde hier die Darstellungsart geändert, beziehungsweise kann geändert werden. Das heißt, hier sieht man die neue Grundeinstellung, das heißt in Spalten. Diese kann man natürlich auch wieder in die einteilige Struktur umstellen, das heißt so wie gewohnt bis 2019 so war. Man sieht hier zum Beispiel auch dann die Positionstexte, die hier standardmäßig eingestellt sind. Diese kann ich natürlich auch in der mehrteiligen Struktur oder mehrspaltigen Struktur darstellen lassen. Das heißt, man sieht hier sofort, dass hier die Teile auch, also die Positionsnummer plus des Positionstext dargestellt werden können. Weiters ist natürlich hier wichtig, dass man hier auch mit der rechten Maustaste die auf die Icons gehen kann. Sprich, man kann hier auch, wenn man drauf geht, sieht man sofort, um was handelt sich hier. Welches Teil, sprich hier sieht man zum Beispiel hier, dass es ein Hauptteil ist und dies wurde natürlich um einiges vereinfacht. Weiters gibt es natürlich immer wieder die unterschiedlichen Funktionen, sprich wenn ich eine Struktur extrem weit aufgeklappt habe, das heißt ich möchte hier einfach mal ganz weit aufklappen und möchte irgendein Teil in eine andere Struktur bringen, sprich ich möchte hier diese Normteilgruppe mittels Drag und Drop nach oben ziehen. Das heißt, dies ist natürlich hier sehr umständlich. Das heißt, man muss die auf- und abziehen. Deswegen würde ich hier den Leuten immer wieder empfehlen, diese Funktionen, zum Beispiel in diesem Fall das Ausschneiden. Ich sage in diesem Fall, ich möchte das ausschneiden, gehe in die Struktur, wo ich es zum Beispiel hin haben möchte. In diesem Fall möchte ich es in den Schallschutzpanelwand rein haben und sage hier einfach, in diesen soll es eingefügt werden. Das heißt, ich habe diese Normteilgruppe hier ganz einfach über Ausschneiden und Einfügen verschoben. Das heißt, das kann ich natürlich auch mit mehreren Teilen machen. Man sieht hier zum Beispiel auch die grafische Darstellung, die ist hier um einiges erweitert worden. Was jedoch die meisten Anwender nicht wissen, zum Beispiel in diesem Fall möchte ich hier diese Baugruppe nochmals haben in der Teilestruktur. Dies kann ich mit der, wenn ich die rechte Maustaste gedrückt halte und zum Beispiel in den Bestand rein schieben möchte, lasse ich sie hier aus und dann wird mir hier gefragt, ob ich sie hierher verschieben oder her kopieren will. Das heißt, ich habe hier diese Baugruppe nochmal hier reinkopiert. Ist in diesem Fall natürlich grafisch an der gleichen Stelle. Also dies wissen natürlich sehr wenige Leute, was mich so bei den Schulungen immer wieder auffällt und aus meiner Sicht ist natürlich dies eine ganz nützliche Funktion. Weiters kann ich natürlich hier auch noch sagen, er soll mir die Helios-Attribute darstellen lassen oder nicht. Das heißt, die kann ich hier aus- und einblenden. Und wie gewohnt werden diese Dateien über die HDB-Dateien im Sys-Ordner dargestellt. Für die neue Struktur beginnend ist so, dass die Darstellung bzw. die Dateinamen beginnen immer mit ICN 3D. Das heißt, ich habe hier dies einfach mal so vorbereitet. Man sieht hier, diesen Bereich sind die Attribute, die man hier darstellen lassen kann. Grundsätzlich unterscheiden diese sich unter Comment, zum Beispiel Comment oder Comment DB, das heißt nichts anderes, Datenbank und ohne Datenbank oder mit Datenbankattributen. Und diese sind natürlich auch in der Hilfe beschrieben, welche Attribute man hier auslesen kann.